Wohl keine Tragödie der jüngeren europäischen Geschichte wurde mit YouTube-Videos so ausführlich dokumentiert wie der Brand im Gewerkschaftshaus von Odessa. Doch im selben Maße, wie es verwackelte Aufnahmen gibt, gibt es ungeklärte Fragen. Gut zu sehen ist, wie ein regierungsnaher Mob das Gewerkschaftshaus von Odessa mit Molotow-Cocktails attackiert. Die Videos zeigen, wie im Gebäude mit Gewalt Türen aufgebrochen werden, Menschen in Todesangst aus dem dritten Stock springen und dann mit Knüppeln auf sie eingeschlagen wird. Eine Live-Reportage des Lokalfernsehens am Abend des 2. Mai spricht von mutigen Odessitern, die das Gewerkschaftshaus von russischen Terroristen säubern, und ein Staatsanwalt kommentiert dies als rechtmäßig. Die großen europäischen Medien haben das Thema Odessa nur kurz gestreift. Die Fragen, wer für das Massaker verantwortlich war, warum die Polizei nicht einschritt oder warum die Feuerwehr erst nach 40 Minuten kam, scheinen hiesige Medien nicht zu interessieren. Im Gegensatz zu russischen Fernsehsendern, die das Ereignis für ihre Sicht auf die Ukraine ausschlachteten. Offiziell forderte der Brand 42 Todesopfer. Auf einer von den Angehörigen erstellten Liste stehen jedoch die Namen von 56 Toten. Hinzu kommen 45 vermisste Menschen, weshalb Aktivisten in Odessa von über 100 Toten ausgehen. Nach was in Odessa passiert, wurde im Stadt, ich denke, erste paar Wochen war unglaublich schwer. Also bis 10. Mai könnte ich das selbst fühlen. Man hörte nur ab und zu, dass Menschen, die überlebt haben in diesem Haus, wurden dann zu Hause umgebracht, in andere Orte umgebracht. Das Ereignis in Odessa ist für meine russischen Freunde, denen ich begegnet bin, das Schlüsselereignis. Und damit, dass sowas geschehen kann und dass das nicht aufgeklärt wird und so weiter, ist klar, dass die Faschisten gedeckt werden. So die Spracheregelung und so auch die emotionale Empörung. Und da hat man auch schon gar keine Basis mehr, um darüber zu diskutieren. Also da jetzt reinzugehen, intellektuell, und zu sagen, halt mal, guck mal, lass mal genau untersuchen und so, das spielt schon gar keine Rolle mehr. Damit ist alles erwiesen. Das ist sicherlich eine Wende, ja, die mit diesem Pogrom also zu tun hat. Und das ist, denke ich, in der ukrainischen Bevölkerung nicht viel anders. So konnte auch unser Filmteam die Vorfälle nicht vollständig aufklären. Doch durch die Gespräche mit Augenzeugen, regierungskritischen Aktivisten, Journalisten und Stadtratsabgeordneten von Odessa sind wir den Ereignissen ein ganzes Stück näher gekommen. Durch die von nationalistischen Strömungen seit langem betriebene Ukrainisierung des Landes und beflügelt von den Erfahrungen der Dominierung durch Moskau während der Sowjetzeit, bildete sich auch im russischsprachigen Odessa eine antirussische Strömung. Sie nennt sich Euromaidan. Parallel zu den Ereignissen in Kiew verstärkten sich zum Jahresbeginn 2014 die Spannungen zwischen Maidan und Anti-Maidan in Odessa. 3 Tage nach dem Machtwechsel in Kiew und genau einen Tag, nachdem ein Gesetz gegen den Status der russischen Sprache verabschiedet wurde, bauten Regierungsgegner in Odessa ein Protestcamp auf. Es lag auf dem Kulikow-Feld vor dem Gewerkschaftshaus der Stadt. Das Erste, was die neue Kiew-Regierung getan hat, war gegen russische Sprache. Und alle nannten das als Erste, dass Stadtfest russische Sprache bleibt, als Regionalsprache mindestens. Und ja, also viele wollten einfach mehr Unabhängigkeit, in erster Linie wirtschaftliche Unabhängigkeit von Kiew gewinnen durch diese Protest. Bis zum 2. Mai habe ich an allen Kundgebungen und Demonstrationen teilgenommen. Ich habe mein 8-jähriges Kind auf meine Schultern gesetzt und wir sind mit antifaschistischen Losungen durch die Stadt gezogen. Mehrere Male haben wir beim Konsulat von Russland die Bitte vorgetragen, uns zu schützen, weil der größte Teil der Odessiter den Maidan nicht akzeptiert hat. Eine Forderung unserer antifaschistischen Bewegung war, dass die Ukraine keinem Block angehören soll, dass sie nicht Teil einer militärisch-politischen Union werden soll, welche ein Feind unserer Brüder ist. Und gegen diese neue populäre ukrainische Ideologie von Bandera. Für die Menschen auf dem Kulikow-Feld war Stepan Bandera nichts anderes als ein Verbündeter von Hitler.
Bis heute erinnern sich viele Ukrainer an die Massaker, welche die ukrainische Aufstandsarmee an Juden und Polen in der Westukraine verübte. Es gibt eine positive Identifikation mit dem ukrainischen Nationalismus, mit Stepan Bandera und der Organisation ukrainischer Nationalisten, die ja gegen Kommunisten, gegen die Rote Armee gekämpft haben. Deswegen gibt es bei den Leuten in der Westukraine keine positive Bezugnahme auf die Sowjetunion oder auf den Sieg über den deutschen Faschismus. Anders ist es natürlich in der Ostukraine. Da gibt es sehr viel an historischer Erinnerung an den Sieg gegen Hitler-Deutschland. Unter den Protestierenden auf dem Kulikow-Feld waren russlandfreundliche Organisationen, Anhänger der Partei Heimat, der Organisation Einiges Odessa, Afghanistan-Veteranen sowie Anhänger der Kommunistischen Partei und der linken Organisation Borodba. Am 30. März vertreibt eine pro-russische Demonstration unter den Rufen Russland, Russland die Euromaidan-Anhänger von ihrem Treffpunkt am Denkmal des Odessa-Gouverneurs Herzog Chevalier. Erinnern Sie sich an den Marsch des Kulikow-Feldes zum Djuk? Wurde da jemand von Ihnen verletzt? Ein einziger? Nein. Man hat da nur gerufen und gestritten. Die Regierung in Kiew sah das Protestcamp vor dem Gewerkschaftshaus offenbar als Gefahr. Der damalige stellvertretende Polizeichef von Odessa erklärte gegenüber dem russischen Fernsehen, dass der damalige Gouverneur Wladimir Nemirovsky von ihm gefordert habe, das Camp abzuräumen. Eine seiner Forderungen war, das Protestcamp abzubauen. Ich antwortete, mit Hilfe der Polizei sei das nicht möglich. Der Gouverneur befürchtete offenbar, dass vom Kulikow-Feld aus öffentliche Gebäude besetzt werden. Diese Taktik wurde Anfang 2014 von den Maidan-Aktivisten in Kiew angewandt. Nach dem Machtwechsel in der Hauptstadt besetzten auch Regierungskritiker in der Ostukraine öffentliche Gebäude, um eine Dezentralisierung und Föderalisierung der Ukraine durchzusetzen. Wir wussten bereits vorher, dass gegen uns eine Provokation geplant ist, dass es einen Sturm auf unser Lager geben wird. Aus Charkow kam ein Zug an. Wir wussten, dass es kein Passagierzug war. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ein Sonderzug. Daraufhin stieg die Anspannung. Warum? Weil es Gerüchte gab, dass zu uns nach Odessa etwa 2.000-3.000 gewaltbereite Hooligans unterwegs waren. Um 14 Uhr sammelten sich in der Innenstadt auf dem Kathedralenplatz Fußball-Hooligans aus Odessa und Charkow mit Knüppeln, Helmen, Schildern und Luftdruckpistolen ausgerüstete Mitglieder des rechten Sektors und aus Kiew angereiste Maidan-Hundertschaften. Da war eine ganze Mannschaft von Kämpfern. Aggressiv, militant. Unsere Jungs meinten, man müsse nun Widerstand leisten. Zwei Häuserblöcke weiter in der Oleksandrowski-Straße hatten sich 500 Regierungsgegner versammelt. Auch sie waren teilweise mit Schildern, Helmen und Schlagstöcken bewaffnet. Die Aufgabe der Jungs, die sich hier versammelt hatten, war, ihnen den Weg zum Kulikow-Feld abzuschneiden. Sie waren bereit, uns auch mit Gewalt zu verteidigen. Sie kamen mit einem Feuerwehrauto von der Bunina-Straße durch die Gasse Admiral Schukova. Hier, durch diese Gasse. Zum griechischen Platz. Dorthin. Die Situation eskalierte, nachdem die Kämpfenden von Unbekannten beschossen wurden. Dabei starben 6 Menschen. Auf vielen Videos und Fotos ist zu sehen, wie maskierte Männer, die direkt hinter den Polizisten stehen, unter ihnen auch ein gewisser Bootsmann, direkt in die Menge schießen.
Nach den Todesschüssen schien eine Racheaktion der Regierungsanhänger unausweichlich. Ich denke, man muss das Ganze in mehrere Schichten teilen. Ja? Das eine ist die allgemeine politische Strömung, die Atmosphäre. Und die Atmosphäre war klar, dass von Kiew dieser Nationalisierungsdruck ausging, Ukrainisierung der Ukraine, und dass die rechten Kräfte unterwegs waren nach Osten. Das Zweite ist, dass man vor Ort damit nicht einverstanden war. Es gab vor Ort bereits die Proteste. Es gab, hatte ja schon bürgerkriegsähnliche Situationen, Formen angenommen. Und die sich also zur Wehr setzen wollten und das auch beschlossen haben. Das war auch klar. Und dann sind die Hooligans da angekommen. Also wobei Hooligans, also Fußball und Hooligans und so weiter, in dieser nationalistischen Mischung da aufgetreten sind. Und ja, das ist die Situation. Und wie das bei all solchen Situationen ist, sind die unkontrollierbar im konkreten Ablauf. Aber dahinter standen selbstverständlich Leute aus Kiew, die das toll fanden und das richtig fanden. Und die die Situation auch von sich aus, wenn sie denn nicht geschehen wäre, hätten erfinden müssen. Aber das wird man ihnen nicht nachweisen können. Da kam ein junger Mann, total blutüberströmt. Er sagte, dort seien unzählige, wahrscheinlich 3000. Und sie kommen von allen Seiten. Da kam eine Gruppe vom griechischen Platz, unsere jungen Genossen, vielleicht 40, 60 Personen. Junge Frauen und Männer, geschlagen mit gebrochenen Armen und Beinen, teils verwunden, teils blutend. Sie sagten, es sind so viele, selbst mit dieser Barrikade könnt ihr sie nicht lange aufhalten. Wir können das Protestcamp nicht retten. Alle rein, sie kommen, alle rein, sie kommen. Frauen, kommen sie rein, Männer zur Barrikade. Die Frauen glaubten nicht, dass so etwas geschehen könnte. Sie drängten ins Innere, um Schutz zu suchen. Aber sie liefen direkt ins Inferno. Zu unserem Schutz hatten wir vieles aufgebaut. Es hieß, später können uns die Polizei schützen. Bis dahin wollten wir uns im Haus verstecken. Aber die Polizei hatte man abgezogen. Und wir hatten den Eindruck, dass alles abgesprochen war. Normalerweise waren sie bereits morgens da und bewachten das Kulikow-Feld. Das heißt, man hat sie weggebracht. Es war ihnen egal. Wir hatten dort Kinder im Gebäude. Ihnen war es vollkommen egal, ob die Kinder in diesem Rauch ersticken. Ich bin Aktivist des Anti-Maidan, aber ich ging nicht in das Gebäude. Viele sind darin gestorben. Ich blieb in der Nähe des Gebäudes und schaffte es, als das Gewerkschaftshaus schon brannte, 9 Menschen von dort wegzuschaffen, Gott sei Dank. Dort kamen viele meiner Genossen ums Leben. Und dann hat das alles angefangen. Die Türen begannen zu brennen. Sie wurden mit Benzin übergossen. Alles hat gebrannt. Und dann brach Panik aus. Die Molotow-Cocktails wurden durch kaputte Fenster hineingeworfen. Die Brennsätze verteilten das Benzin über die Möbel der Barrikade und alles fing Feuer. Einer von uns wollte einen Feuerlöscher holen und während er lief, wurden noch mehr Molotow-Cocktails geworfen. Es begann sehr schnell zu brennen, weil unsere Leute, die auf dem Dach waren, dort die Türen und Fenster geöffnet hatten, sodass im Treppenhaus ein Zug entstand.
пооткрывали окна, и там тяга произошла в центральном стволе. Пошла тяга. И вот эти коктейли, что они кинули нам, нападавшие, нам кинули. Deshalb brannte alles sehr schnell. Ein Effekt wie in einem Kamin. Der Brand breitete sich aus. Wir haben nicht mehr geschafft, irgendetwas zu löschen. Durch die Molotow-Cocktails begann es im Gebäude zu brennen. Ich lief den Korridor entlang und sah, wie es vor der Tür eines Zimmers brannte. Ein junger Mann zog seinen Freund heraus. Er hatte Feuer gefangen. Es war ein so starkes Feuer, dass man nicht näher als 5-6 Meter heran konnte. Sonst hätte die Kleidung angefangen zu brennen. Dann begann das ganze Chaos. Die Leute wurden zusammengeschlagen. Wir sahen das alles vom Dach aus. Die Leute wurden rausgelassen und dann zusammengeschlagen. Wir sahen das, also hat niemand von uns das Haus verlassen. Sie hatten das ganze Gebäude umzingelt und ausgeflippt und schrien. Manche wurden rausgezerrt, andere geschlagen. Alle haben verstanden, dass es keinen Sinn macht, nach unten zu gehen. Wir hatten zwar ein wenig Benzin, aber nur falls sie aufs Dach gekommen wären, hätten wir uns verteidigen können. Waffen hatten wir keine. Ich hatte einen Holzknüppel, aber das hätte mich auch nicht gerettet. Die Leute sprangen aus den Fenstern. Unten fielen sie ihnen in die Hände. Sie machten sich brutal über einen Priester her. Wir konnten vom Dach aus alles sehen. Als der Strom abgestellt wurde, begann die wahre Hölle. Es war dunkel, flackerndes Licht, erschütternde Schreie und hysterisches Heulen. Es waren Schreie von sterbenden Menschen. Ich gehörte zum Rettungsdienst. Mit Hilfe unseres Teams gelang es, 9 Menschen zu retten. Ich habe sie zusammen mit den Leuten vom Maidan gerettet. Das heißt, ich setzte einen Helm auf, trug eine Sportjacke und war wie einer von ihnen. 2 haben sie mich mit einem Knüppel am Kopf getroffen, während ich die Verletzten schützte. Aber sie trafen nur meinen Helm. Auf diese Weise gelang es, 9 schwer verletzte Menschen zu retten. Ich habe niemanden von ihnen wiedergesehen. Die Leute sind wohl verängstigt oder abgetaucht. Jeder, der konnte, kam und hat die übrigen Leute weggezogen. Bei den Hooligans gab es auch normale Leute, die geholfen haben, Menschen zu retten. Aber die Leute vom Maidan Selbstschutz haben die Leute einfach nur vernichtet. Am Anfang gab es keinen Rettungsdienst und keine Feuerwehr. Als der Brand begann, riefen wir die nahegelegene Feuerwache an. Sie haben unsere Anrufe einfach ignoriert. Erst haben sie gesagt, dass sie keine Wagen haben. Dann fehlte ihnen irgendetwas anderes. Danach haben sie uns einfach ignoriert und den Hörer nicht mehr abgenommen. Während wir das beobachteten, hat man auf mich geschossen. Mir flog eine Kugel am Kopf vorbei. Danach hat niemand mehr nach unten geschaut. Die Leute, die auf dem unteren Dach, wurden auch beschossen. Daraufhin haben sie sich auch flach hingelegt, damit man sie nicht treffen konnte. Wir haben begonnen, unsere Angehörigen und Freunde anzurufen, um Abschied zu nehmen. Wir haben alle angerufen und haben uns verabschiedet. Sie liefen hektisch im Gebäude herum, brachen mit Beilen und Äxten auf, was sie nicht öffnen konnten. Sie zerschlugen die Türen. Wer dort war, wurde getötet. Es war furchtbar. Verstehen Sie? Und in der Nacht sah ich auch Leute mit Fenstern. Das waren
In der Dunkelheit sah ich Leute mit Taschenlampen. Das waren Leute des rechten Sektors und des Selbstschutzes. Sie fragten mich auf Ukrainisch, wer bist du? Jungs, ich gehöre zu euch. Und so bin ich mit ihnen vom ersten Stock bis zum Dachboden gegangen. Wir haben alle Toten umgedreht und ihnen in die Gesichter geschaut, um zu sehen, ob mein Bruder unter ihnen ist. Viele lagen einfach nur da. Eine Krankenschwester aus dem jüdischen Krankenhaus erzählte, dass man die ganze Nacht über Leute mit schrecklichen Verletzungen gebracht hat. Mit aufgeschlitzten Bäuchen, verbrannte. Sie haben das wahrscheinlich gesehen. Es gab Videos, wo die Menschen nackt waren. Man hat ihnen die Bäuche aufgeschnitten. Als die Polizei kam, hat sie uns gebeten, runterzukommen. Sie haben uns Sicherheit versprochen. Sie wollten uns in die Stadt bringen und freilassen. Und nichtsdestotrotz nahm man uns in Untersuchungshaft und hielt uns 8 Stunden fest. Der stellvertretende Chef der Polizei, der um 8:30 morgens auf dem Kulikow-Feld war, hat mich mit vollem Namen angesprochen. Er hat gesagt, Oleg Anatoljewitsch, können Sie zu einem Gespräch in das Zimmer kommen? Ich sagte, ja, ich kann. Ich gehe in das Zimmer. Dort sitzt der Leiter der Polizei und dort sitzen 2 Zivilisten. Und er stellte mich vor und sagt, die verehrten Herren aus Kiew möchten mit Ihnen sprechen. Man fragt sich, wer diese Leute sind. Natürlich Leute vom Geheimdienst aus Kiew, die an diesem Tag alles gelenkt hatten. Die Behörden in Odessa halten alle Informationen über die Toten und Verletzten unter Verschluss. Nach dem Brand gab es keine Spurensicherung, die diese Bezeichnung verdient. Den ganzen Mai über stand das Gewerkschaftshaus offen. Angehörige und Schaulustige konnten es ohne Probleme besuchen und durch die ausgebrannten Korridore und Bürozimmer gehen. Über den Ereignissen von Odessa schwebt jene Hauptfrage. Gab es Organisatoren, welche die Forderung von Politikern, das Protestcamp abzureißen, in brutaler Form durchsetzten? Von Regierungsgegnern und Journalisten in Odessa werden in diesem Zusammenhang die Namen von 3 Männern genannt. Es geht um den Milliardär, Besitzer der Privatbank und Gouverneur von Dnipropetrovsk Igor Kolomoyskyj, den damaligen Chef des Sicherheitsrates und Mitgründer der Sozialnationalen Partei der Ukraine Andrei Parubi und den Gouverneur von Odessa, Wladimir Nemirovsky. Igor Kolomoyskyj habe seinen Einflussbereich als Geschäftsmann auf Odessa ausweiten wollen, sagen Regierungskritiker. Nach dem Brand wurde Igor Palitsa, ein Vertrauter von Kolomoyskyj, neuer Gouverneur von Odessa. Beweise gegen Kolomoyskyj gibt es bisher keine und auch keine Behörde, die danach sucht. Belastet wird der Oligarch durch ein abgehörtes, aber nicht bestätigtes Telefongespräch, welches im Internet veröffentlicht wurde. Darin berichtet der Lobbyist Oleg Noginsky einem Ehrenkonsul, Kolomoyskyj sei verrückt geworden. Bei einem Geheimtreffen mit hohen Regierungsvertretern habe er vorgeschlagen, ihm Odessa zu geben. Dann werde dort Ruhe herrschen. Die Aufgabe sei gewesen, das Protestcamp zu zerstören, dann aber sei die Situation außer Kontrolle geraten. Weiter heißt es dort, dass nach dem Brand im Gewerkschaftshaus 16 Personen, welche den Brand überlebten, ermordet worden seien. Man habe das Gefühl, Odessa entwickle sich zum 2. narzisstischen Deutschland auf einem kleinen Stück der Ukraine. Organisiert wurde der Angriff auf das Zeltlager möglicherweise von Andrei Parubi. 3 Tage vor dem Brand besuchte Parubi einen von dem Maidan-Hundertschaftler Mikola geleiteten Straßenkontrollpunkt am Rand von Odessa und überreichte den Aktivisten dort 20 moderne, schusssichere Westen.
Parubi unterhielt sich länger mit Mikula, einem der Schützen vom 2. Mai. Auf einem Video ist zu sehen, wie Mikula am 2. Mai auf das Gewerkschaftshaus schoss. Er wurde deshalb verhaftet, später aber wieder freigelassen. Wie der flüchtige Polizeichef von Odessa, Dmitri Fucecci, in einem Interview für den russischen Fernsehkanal Pervi berichtete, hielt der ukrainische Sicherheitschef Parubi bei seinem Besuch in Odessa eine 4-stündige Besprechung mit der neu gegründeten ukrainischen Spezialeinheit Storm ab. Nach Meinung des geflüchteten Polizeichefs trägt der damalige Gouverneur von Odessa, Nemirovsky, eine Mitverantwortung für die Ausschreitungen vor dem Gewerkschaftshaus. Der Gouverneur brachte 500 Leute vom Maidan nach Odessa und stellte die auf die 12 Straßenkontrollpunkte. Der Rest befand sich in der Stadt, in Ferienzentren. Ihr Unterhalt wurde vom Gouverneur finanziert. Es gab in Odessa auch ortsansässige Parteipolitiker und rechte Aktivisten, welche den Angriff auf das Gewerkschaftshaus aktiv unterstützten. Da ist zunächst Andrei Yusov, Leiter von Klitschkos UDA-Partei in Odessa. Weiterhin ist da Mikula, der Leiter einer Hundertschaft vom Kiewer Maidan, und da ist Sergei Gutsalyuk, der Führer einer ukrainischen Kosakeneinheit in Odessa. An Arbeitstagen kommen gewöhnlich 5.000 bis 6.000 unserer Anhänger, an Sonntagen 10.000 bis 12.000. 3.000 bis 4.000 wurden extra herangeschafft, das weiß jeder. Und vom Selbstschutz des Maidan wurden mehrere Hundertschaften herangebracht mit Ausrüstung. Helm, schusssicheren Westen, Waffen. Sie wurden hierher gebracht und warteten auf ihren Einsatzbefehl. Es war der Selbstschutz des Maidan, der rechte Sektor. Auf der unteren Ebene wurden sie, es gibt Videos im Internet, geleitet vom Chef des Odessa Euromaidans. Der sammelte 200 bis 400 Leute am Duke-Denkmal vor der Potemkin-Treppe. Das sind konkret Sergei Gutsalyuk, Mark Gordienko und Yusov. Das UNO-Büro für Menschenrechte veröffentlichte am 15. Juni 2014 einen 8-seitigen Bericht, der die staatlichen Organe der Ukraine in keinem guten Licht erscheinen lässt. Wörtlich heißt es in dem Bericht: Die UN-Menschenrechtskommission bedauert, dass die zentralen Stellen im Geheimdienst und beim Innenministerium bei der Aufklärung nicht ausreichend kooperieren. Nein, die Polizei führt überhaupt keine Untersuchungen durch. Ein halbes Jahr ist es her und es wurde noch niemand bestraft. Alles wird gebremst. Statt derer, die im Gefängnis sitzen sollten, sitzen Unschuldige. Sogar bei uns Nicht-Spezialisten stellten sich viele Fragen. Also haben wir uns an unabhängige Experten gewandt. Zum Glück gibt es die in Odessa. Diese sagten, dass Obduktionen nur auf niedrigem Niveau stattfanden. Was uns sehr beunruhigt ist, dass der Präsident nach Odessa kommt und alles gut heißt. Alles sei richtig gemacht worden. Im Grunde sagt er, dass es ein Sieg war. Dabei war es eine Tragödie. Eine Stellungnahme von lokalen Amtsträgern war bis dato nicht zu bekommen. Die Pressesprecherin von Bürgermeister Gennady Truchanow war, nachdem sie die Interviewfragen eingefordert und erhalten hatte, nicht mehr erreichbar. Die stellvertretende Gouverneurin und ehemalige Maidan-Aktivistin Soja Kazanchi war trotz anfänglicher Bereitschaft ebenfalls nicht mehr erreichbar. Als offizielle Position ist wohl die Erklärung des ukrainischen Präsidenten Poroschenko vom 24. Dezember zu werten. Nach der Tragödie vom 2. Mai wurden drei Personen zur Verantwortung gezogen. Einer der Organisatoren, Fucecci, ist auf der Flucht. Nach Angaben unseres Geheimdienstes befindet er sich in Transnistrien. Er besucht öfters Russland. Wir bitten um Ihre Hilfe. Geben Sie ihn heraus. Richtig ist, dass die drei Personen, die wegen den Angriffen verhaftet wurden, alle wieder auf freiem Fuß sind und keine Anklage erwarten. Der Hundertschaftler Mikula soll sich nach russischen Angaben im Dezember mit einem Touristenvisum in der Schweiz aufgehalten haben.
Dass Fucecci der Hauptorganisator der Unruhen vom 2. Mai gewesen sein soll, erscheint höchst widersprüchlich und wurde nicht belegt. Der Politologe Lev Vershinin beschreibt Fucecci als klassischen post-sowjetischen Polizisten. Er ist ziemlich professionell, absolut nicht uneigennützig, er beugt sich dem Willen der Chefs, er hat einen Teil der Schuld an der Tragödie, aber der Anteil seiner Schuld ist nicht groß. Er hat alles versucht, um das Ausmaß der Tragödie zu verringern. Zur Frage des Polizeiverhaltens sind drei Dinge auffällig. Es gab während der Straßenschlacht in der Griechenstraße viele Polizisten, aber auch einige Demonstranten, die rote Armbinden trugen. Auf einem Foto ist auch zu sehen, wie der stellvertretende Polizeichef Fucecci Männer in Zivil mit roten Armbinden instruiert. Vermutlich hatte die Polizei Helfer in den Reihen der Demonstranten. Welche Rolle diese hatten, ist nicht bekannt. So viel lässt sich zumindest sagen. Ein Teil der Polizei hat es zugelassen, dass hinter ihrem Rücken Personen auf Demonstranten schossen, die keine Polizeiuniform trugen. Auf wen genau und ob mit scharfer Munition geschossen wurde, ist ebenfalls nicht bekannt. Der Einsatz von Provokateuren, die auf die vermeintlich eigenen Leute schossen, wird als Theorie auch in Bezug auf die Toten des 20. Februar vom Kiewer Maidan diskutiert. Die Sendung Monitor und ein Ermittler der Universität von Ottawa verfolgten die Spuren zurück zu den radikalen Kräften des Maidan. Auch wenn die Ähnlichkeiten zu den Schüssen in Odessa groß sind, genaueres könnte in beiden Fällen nur kriminalistisch ermittelt werden. Das Wichtigste am Verhalten der Polizei war jedoch, dass sie auf die Unruhen am 2. Mai scheinbar nicht vorbereitet war, obwohl ein Zusammenstoß der beiden Lager absehbar war. Es waren viel zu wenig Kräfte im Einsatz. Die Polizeiführung befand sich mittags auf einer dreistündigen Konferenz und war nicht in der Lage, operativ zu handeln. Vor dem Gewerkschaftshaus schauten Polizisten zu, wie das Gebäude anfing zu brennen und leisteten der Feuerwehr, die vom rechten Sektor angegriffen wurde, keinen Geleitschutz. Nach Angaben aus Polizeikreisen hatten sie keinen Befehl einzugreifen. Die Regierung versuchte, die Schuld für den Tod von 48 Menschen im Gewerkschaftshaus von Odessa auf die Regierungskritiker abzuwälzen. Der damalige Gouverneur von Odessa, Wladimir Nemirovsky, hatte den Euromaidan-Demonstranten auf Facebook bescheinigt, sie hätten rechtmäßig gehandelt, denn sie hätten bewaffnete Terroristen neutralisiert. Bereits einen Tag nach dem Brand dankte Präsidentschaftskandidatin Julia Timoschenko auf einer Pressekonferenz den Pro-Kiew-Demonstranten. Und der Generalstaatsanwalt erklärte im städtischen Fernsehkanal, alles habe seine Richtigkeit. Regierungsanhänger säuberten das Gewerkschaftshaus von russischen Terroristen. Ich glaube, dass es viel an Aufklärungsarbeit zu leisten gibt, was die Vorgänge in Odessa anbelangen. Ich denke auch, dass man dabei berücksichtigen müsste, welche faschistischen Gruppen zu diesem Zeitpunkt da mitgewirkt haben und zu diesem Zeitpunkt in der Stadt waren. Wir haben ja relativ lang über die internationalen Brigaden unter Anführungszeichen gesprochen, die an der Seite des neonazistischen Azov-Bataillons, und zwar wirklich offen neonazistischen Azov-Bataillons, kämpfen. Es gibt da einen tatsächlichen organisierten Rekrutierungsprozess europäischer Neonazis auf Seiten Azovs. Organisiert wird der Rekrutierungsprozess durch einen Söldner, rechtsradikalen Söldner, der bereits im Jugoslawienkrieg Neonazi-Bataillone, Neonazi-Einheiten befehligt hat, Gaston Besson. Und über den sind dann aus verschiedenen Ländern Europas Militante in die Ukraine gefahren, unter anderem ein Mann, der bei Casa Pound, also im Umfeld von Casa Pound, der italienischen neofaschistischen Bewegung, organisiert ist, der nach eigenem Bekunden am Tag des Massakers von Odessa in Odessa anwesend war. Das heißt, man müsste nachforschen, welche Gruppen da tatsächlich eine Rolle gespielt haben, um dann auch sagen zu können, handelt es sich sozusagen um etwas, was während dieser Auseinandersetzungen einfach passiert ist, oder war es ein organisiertes Vorgehen, ein organisiertes Massaker, das man von vornherein geplant hat, eine Art Abschreckungsaktion gegen oppositionelle Aktivistinnen und Aktivisten. Es gibt ja auch einzelne Leute, die im Westen dabei gefilmt wurden und Kiew dabei gefilmt wurden und YouTube-Aufnahmen also hinterlassen haben, über ihre Wehrsportgruppenartigen Treffen und so weiter, wo sie solche Pläne geschmiedet haben.
Das ist ja alles so, nur das Ganze bleibt also in dieser diffusen Situation, dass du den Leuten das nicht im Konkreten nachweisen kannst. Außer den einzelnen Teilnehmern, die da unmaskiert also aufgetreten sind. Und die kann man ja benennen. For example, that case in Odessa was used by the separatists. Dieser Fall in Odessa wurde von den Separatisten genutzt, um zu zeigen, dass die Ukraine einen Genozid organisiert gegen prorussische Demonstranten. So profitierten sie auch davon. Und das förderte einige prorussische Erklärungsmodelle. Aber zur selben Zeit, zum Höhepunkt der Repression, schlug die Regierung sehr effektiv jede ernsthafte separatistische Bewegung in Odessa nieder und brachte die Stadt so unter Kontrolle. Denn vorher gab es ja eine große Unterstützung und Massenaufmärsche für eine Separierung. Also ist es nicht einfach, darüber zu urteilen. Man kann nicht bei einfachen Erklärungen Halt machen. Es gibt aber ein Klima in der Ukraine, das Übergriffe gegen Linke, gegen Oppositionelle, gegen russischsprachige Menschen ermöglicht. Dieses Klima besteht darin, dass man sagt, es sind eine Art Volksschädlinge, die quasi uns den schwer erkämpften Lohn des Euromaidans rauben wollen. Also es geht immer gegen sozusagen den Russen und den inneren Feind, der mit dem Russen kollaboriert. Das ist vor allem die Kommunistische Partei und die Aufständischen im Osten der Ukraine, aber auch Leute, die zum Beispiel irgendwo in Kharkiv oder in Odessa Demonstrationen veranstalten, die werden dann stigmatisiert als diejenigen, die es verunmöglichen, dass die Ukraine erstarkt, und deswegen sozusagen in diesem Klima können dann Gewalttaten stattfinden und werden wirklich auch aus meiner Sicht von schockierend vielen Menschen befürwortet. Also wir haben da mit vielen Menschen gesprochen, die bei weitem keine Neonazis oder Faschisten sind, die aber sagen, naja, also in diesem Fall zum Beispiel gegen die Aufständischen im Osten, da kann man schon mal so richtig draufhalten und da schadet es auch nichts, wenn der ein oder andere stirbt. Erste Reaktion war für Rest von Ukraine, naja, also passt schon, sie sind russische Terroristen. Dann passt schon, das ist Separatisten, weil sie wurden nur Separatisten genannt. Und wissen Sie, es ist eine machtlose, du fühlst dich ganz machtlos. Du kannst nichts tun. Und das ist sehr schmerzlich, besonders nach Odessa. No, because the Maidan was from the very beginning quite nationalistic. The far right were participating. Der Maidan war von Anfang an sehr nationalistisch. Die extreme Rechte war seit den ersten Tagen involviert. Sie brachten ihre Slogans und Symbole mit ein. Die ganze Diskussion über die EU auf dem Maidan startete mit der Aussetzung des Assoziierungsabkommens mit der EU. Es war eine Entweder-Oder-Diskussion. Entweder wir unterzeichnen das EU-Assoziierungsabkommen oder wir schließen ein Abkommen mit Weißrussland, Russland und Kasachstan. Und somit war es für viele Leute nicht einfach der Drive hin zu einem naiven europäischen Traum, sondern auch Ausdruck eines antirussischen Nationalismus. Das, was da jetzt entstanden ist, ist keine faschistische Junta. Das ist eine neoliberale Junta, die sich bestimmter faschistischer Kräfte bedient und die also auch vom Westen gestützt wird, die sich ihrerseits schamloserweise dieser Kräfte bedienen. So, das muss man erstmal staffeln. Und das finde ich sehr wichtig, weil hier wird sehr, sehr holzschnitzartig zum Teil gedacht. Ne? Und das Nächste, was man dazu sagen muss, ist natürlich, dass der generelle Rahmen, den man da aufspannen muss. Das heißt, in welcher Situation geschieht das eigentlich alles? Und da muss man sagen, das ist diese nach-sowjetische Situation. Und es ist gewissermaßen, wenn man sich die Sowjetunion anschaut und wie die Ukraine darin also situiert war, eine nachkoloniale Situation. Also natürlich war die Ukraine keine Kolonie im klassischen Sinne, aber sie war schon, also im Rahmen des Sowjetrahmens, war sie etwas wie eine innere Kolonie,
Ja? Und nach dem Zerfall der Sowjetunion kommen diese beiden Dinge zusammen. Plötzlich ist man außerhalb der, des eingemeindeten Bereiches und im nachsowjetischen Raum. Das hat sich verbunden in der ukrainischen Realität zu einem nachsowjetischen antirussischen Syndrom. Weil der Euromaidan ja mehr war als eine nationalistische Bewegung, zu der es dann geworden ist, aber es war ja ursprünglich auch eine Art Sozialbewegung gegen Oligarchen, gegen Diskriminierung und so weiter. Und natürlich gibt es auch im Osten der Ukraine unglaublich viel Armut, unglaublich viel soziale Probleme. Die Wähler sind im Allgemeinen, glaube ich, so emotionalisiert durch den Krieg im Osten der Ukraine, dass sich gerade mit Russenfeindlichkeit, Nationalismus und dem Ruf nach einer starken ukrainischen Nation relativ leicht Politik machen lässt. Und das tun halt sämtliche Fraktionen da. Nicht sämtliche, aber fast alle. It's not the first time where I see the... Mir fiel schon öfter auf, dass Leute aus kommunistischen oder linken Parteien in Europa denken, dass alle Ukrainer Nationalisten oder Faschisten sind. Das ist nicht wahr. Und sehr nah dran an rassistischen Stereotypen. Es gibt extrem rechte Parteien und sie sind wirklich gefährlich. Aber man muss sehr vorsichtig sein und kann nicht den Rückschluss ziehen, dass die Mehrheit der Ukrainer nationalistisch ist. Es ist für mich urschwer, fast schmerzlich reden, fast unmöglich mit Menschen von Maidan-Seite. Bis zweite Mal habe ich noch 3-4 Menschen, mit denen ich unterhalten habe darüber. Danach könnte ich nicht mehr. Ich verstehe, das ist blöd, das ist schlimm. Man braucht immer reden, ansonsten man schießt aufeinander, wenn man nicht mehr redet. Nach dem Massaker vom 2. Mai wagt sich die Opposition in Odessa nur noch selten auf die Straße. Die Regierung zeigt nach wie vor Härte. Flashmobs werden von der Polizei aufgelöst. Und als unmissverständliche Machtdemonstration lässt die Zentralregierung gelegentlich Schützenpanzer durch Odessa fahren. Nur die Mahnwachen sind geblieben. Fast jeden Sonntag versammeln sich die Angehörigen auf dem Kulikow-Feld vor dem Gewerkschaftshaus, um der Toten zu gedenken. Wir werden uns natürlich für eine unabhängige Untersuchung einsetzen, weil wir genau wissen wollen, woran mein Sohn gestorben ist, wer ihn getötet hat. Und natürlich auf wessen Befehl. Wie auch immer. Odessa wird keine Bandera-Stadt. Sie wird es nicht. Wir haben ihn das ganze Leben lang verflucht. Ich habe ihn verflucht, weil ich weiß, dass mein Großvater von den Anhängern Banderas ermordet wurde. Und ich habe gesehen und am eigenen Leib erfahren, was das für Leute sind. Thank you.